Hallo, in diesem Video möchte ich mich mal wieder mit einer studentischen Lösung einer schönen Aufgabe beschäftigen, nämlich dieser hier. Da geht es um idealen Kondensator in Reihe zu einem Widerstand und an dem Kondensator liegt diese trapezförmige Spannung hier an und dann soll man den Effektivwert dieser Spannung bestimmen, man soll den Strom bestimmen, der hier dann durch diese Schaltung durchfließt und schlussendlich die in der Schaltung umgesetzte Wirkleistung, dann kann man schon mit ein bisschen elektrotechnischen Sachverstand hier draufschauen und sagen, okay, das ist die Leistung, die hier in dem Widerstand umgesetzt wird, denn an der Kapazität hier, an dem Kondensator, da gibt es hier nur Blindleistung. So, und der Student, der mir diese Aufgabe geschickt hat, vielen Dank nochmal dafür, der hat mir freundlicherweise nicht nur diese Aufgabe, sondern auch gleich die passende Lösung dazu geschickt. Und das heißt, die Idee von dem Video ist, also ich nehme jetzt erstmal hier diese Aufgabe, kopiere die mal, füge die noch mal ein bisschen größer auf mein Lösungsblatt hier ein. Ist ja also diese Lösung ein bisschen zu diskutieren und damit das Video dann auch irgendwie noch einen kleinen Mehrwert hat gegenüber, ich gehe jetzt hier Stück für Stück durch diese ganzen Formeln durch, würde ich einfach parallel eine kleine Probe machen und eine kleine Zahlenrechnung, eine kleine Simulation in LTSpice, im Netzwerksimulator LTSpice, den habe ich mir auch schon mal bereitgelegt und parallel für die Zahlenrechnung auch noch in Octave. So, also ich nehme mal Rot hier als Farbe, ist schon eingestellt, das ist ziemlich gut, nicht weil das jetzt irgendwie falsch ist oder sowas, sondern um ja, einfach eine Farbe zu haben, die sich vom Hintergrund abhebt. Also schauen wir mal, Aufgabenteil A. Hier soll man den Effektivwert der Spannung über den Kondensator bestimmen. So, dann kann man die Formel für den Effektivwert hinschreiben. Ja, und eigentlich würde hier stehen, wir nehmen die Spannung, wir quadrieren die. Dann integrieren wir über eine Periodendauer, teilen durch die Periodendauer und nehmen am Ende davon die Wurzel. Und jetzt hat der Student oder die Studentin hier schon relativ clever und wenn man das nicht macht, dann artet es diese Rechnung hier wirklich auf mehrere Seiten aus. Er kann, ja, dieser Verlauf wieder hat eine gewisse Symmetrie. Ja, also bis zu einem Viertel der Periodendauer, das wäre hier, ist das eben ein, ja, ein linearer Anstieg und eine Konstante. Und danach habe ich wieder eine konstante linearen Abfall, sozusagen. Das wiederholt sich einfach. Ne? Weshalb es komplett ausreicht, eben bis zu einer Viertel der Periodendauer zu integrieren. Nur durch eine Viertel der Periodendauer zu teilen, das alles einzusetzen. Naja, und dann kann man sich das hier so ein bisschen stückchenweise überlegen, wenn man hier so dran schaut, das passt schon. Ne? Hier ist der Anstieg richtig eingesetzt, das Sinks, alles ganz eingesetzt. Und dann kommen da irgendwie 8000 Volt Quadrat raus, von denen, also, naja, hier, nee, hier steht ja Nebenrechnung. Ne? Also am Ende von dem müssen wir wieder die Wurzel ziehen und das, was hier steht, ist im Prinzip eigentlich, wenn man das mal hier daneben schreibt, das wäre U Effektivwert Quadrat, der ganze Ausdruck ohne die Wurzel und da müssen wir davon noch die Wurzel ziehen und dann sollte da das bei rauskommen. So, das können wir jetzt ja vielleicht erstmal in Octave machen und dafür brauchen wir hier ein paar Zahlenwerte. Die stehen in der Aufgabe drin und zwar soll der Betrag der Spannung, ja, der Spitzenwert der Spannung, das soll 120 Volt sein. Das steht hier und wir haben eine Frequenz von 50 Hertz und daraus kann ich erstmal eine Periodendauer ausrechnen. Das ist 1 durch F, das sind 20 Millisekunden, so wie unsere Netzfrequenz und wir haben noch einen Kondensator, der spielt jetzt erstmal keine Rolle, aber kann schon mal den Wert abtippen und einen Widerstand von 100 Ohm. So, und um jetzt den Effektivwert der Spannung zu bestimmen, müsste ich mir jetzt irgendwie in Octave diese Spannung nachbauen. Und da mache ich wieder so einen Trick. Also ich nehme mal, ich suche mir mal sozusagen charakteristische Zeitpunkte raus dieser Spannung, zu denen ich in diesem Diagramm hier die Spannung kenne. Und das ist hier immer an diesen Knickpunkten. Also bei 0, bei T Sechstel, bei T Drittel, bei zweimal T Drittel und bei fünfmal T Sechstel und wieder bei T. Da kenne ich jeweils die Spannung. Das sind diese Zeitpunkte hier. Und zu diesen Zeitpunkten kenne ich jetzt U von T. Und das ist eben einmal 0, dann ist es U. Vielleicht hätte ich das da oben U-Dach nennen sollen, egal.
U, dann ist es wieder U beim nächsten Knickpunkt, dann ist es minus U, dann ist es minus U und dann geht es wieder auf 0. So, und jetzt könnte ich mal diesen Spannungsverlauf erstmal plotten. Und das Diagramm erscheint wie immer auf dem anderen Bildschirm, auf dem falschen. Und ich mache das mal ein bisschen kleiner und dann sieht das so aus. Ja, und wenn wir mal noch ein Gitternetz hinzufügen, dann sieht man, das passt ganz gut. Das bildet genau diesen trapezförmigen Verlauf ab. So, und jetzt kann man, wenn man wollte, in Octave natürlich versuchen, direkt irgendwie das hier auszurechnen, indem man eben dieses Integral numerisch bestimmt. Und dafür wäre es aber nicht schlecht, wenn ich hier in diesem Zeitverlauf eben ein paar mehr und auch vor allem äquidistante Zeitschritte hätte. Ne? Jetzt habe ich einen Zeitpunkt hier und hier und hier. Ich kenne das nur an diesen Punkten. Ansonsten wird die eben linear interpoliert. Und es wäre jetzt also gut, wenn ich das einfach auf ein paar mehr Zeitschritte interpoliere. Zum Beispiel, keine Ahnung, 1000 oder 3000 oder irgendwie was, was hier gut zu diesem Verlauf passt. Vielleicht nehme ich mal 6000. Hier gibt es ja so eine sozusagen mit sechste Symmetrie, sodass ich hier auf diesen Eckpunkten auf jeden Fall auch immer einen Punkt habe. So, und das heißt, ich bastle mir mal ganz viele feine Zeitschritte zusammen. Und zwar nehme ich da eben einen linear gestuften Vektor, der geht auch von 0 bis groß T. Und dafür nehme ich jetzt 6001 Zeitpunkte. Warum 6001? Ja, damit ich einen am Anfang und noch einen am Ende habe und sonst eben schön feingestufte Zeitpunkte dazwischen. Ich kann mir mal die ersten 10 ausgeben lassen. Dann sieht man, das sind immer irgendwie so mit 3,3 Mikrosekunden Zeitschritte habe ich jetzt. So, und jetzt möchte ich meine Spannung, die ich hier so grob gegeben habe, die jetzt hier schon mal geplottet ist, möchte ich jetzt auf diese feinen Zeitwerte interpolieren. Und dafür brauche ich eine Interpolationsfunktion, die muss mit eindimensionalen Funktionen umgehen können, deswegen heißt die interp1. Und da zeigt er mir jetzt an, pass auf, die funktioniert so, du gibst sozusagen die groben x- und y-Werte deiner Funktion rein und dann die feinen x-Werte und dann kriegst du die feinen interpolierten y-Werte raus. So, genau das mache ich jetzt also. Also ich will u von t fein rausbekommen aus dieser interp1-Funktion. Ich gebe mein grobes t und u von t rein und die feinen Zeitwerte. Und unterdrücke mal mit einem Semikolon die Ausgabe, dass ich hier nicht 6001 Werte auf der Ausgabe bekomme. Aber jetzt sieht man, wenn ich hier mal schaue, ne, ich habe 6001 Werte reingegeben, habe 6001 Werte rausbekommen und kann mal die auch zur Probe plotten, also t fein und ut fein. Und dann sieht man, das ist genau das gleiche Diagramm wie vorher, bloß dass jetzt hier das Gitter jetzt wieder verschwunden ist. So, und jetzt habe ich ja meine ganzen Spannungen. Und jetzt kann ich von den Spannungen im Prinzip genau das hier ausrechnen. Also ich will die Spannung quadrieren. Und dann will ich den Mittelwert ausrechnen und dann von dem Mittelwert die Wurzel ziehen. So, und das geht jetzt hier auch, also ne, das ist das, was man macht, wenn man einen Effektivwert bestimmt, einen quadratischen Mittelwert, die Wurzel des quadratischen Mittelwertes, Englisch Root Mean Square, RMS. Also ich nehme mein UT fein, ich quadriere das und zwar nicht den Vektor quadriert, sondern elementweise jeden Wert dieses Vektors quadriert, dann nehme ich davon den Mittelwert und dann ziehe ich davon die Wurzel. Und dabei kommt U effektiv raus oder groß U, so wie das hier genannt ist. Und wenn ich das jetzt mache und der Student richtig gerechnet hat, wovon ich mal hier ausgehe, weil auf den ersten Blick sind hier nicht so viele Fehlerchen in der Lösung drin, sollten da 89,42 Volt rauskommen. Und schauen wir mal, kommen 89,43 Volt raus. So, und jetzt kann man sich noch überlegen, naja, wo kommen vielleicht diese 0,3 her? Eigentlich müsste das ja super exakt sein und so. Und meine Lösung eigentlich auch. Naja, es wäre nicht schlecht, wenn ich den letzten Wert weglassen würde, ne? Wenn ich das nur von 1 bis n minus 1 mache, weil der erste und der letzte Wert sind ja sozusagen doppelt in meiner Funktion drin. Naja, und dann sieht man, das bringt jetzt aber auch nicht so wahnsinnig viel, da wird das eher noch größer davon. Ich kann mal Wurzel von 8000 ausrechnen. Also es sieht eher so aus, wie wenn der Student sich irgendwie vertippt hat an seinem Taschenrechner, weil Wurzel 8000 kommt das raus. Also ich mache mal Jäkchen hinter, das stimmt,
Das stimmt im Prinzip auch. Weiß nicht, was hier beim Taschenrechner passiert ist, beim Ausrechnen dessen. Okay, das war Effektivwert der Spannung bestimmen mit ein bisschen Interpolation in Octave. Jetzt kann ich das Ganze nochmal in LTSpice machen. Und dafür mache ich mal das Fensterchen kleiner, dass ich hier wieder die Originalschaltung sehe und baue mir erstmal diese Schaltung mit New Schematic und suche mir hier bei Component eine Spannungsquelle raus. Denn ich möchte ja die Spannung vorgeben an der Kapazität. So, und brauche jetzt eine Kapazität. Oh, die kann ich da gleich mit reinbauen. Und schließe die mal an. Erstmal so ringsrum. Und jetzt die große Frage, ob das so funktioniert in der Schaltung. Ob man überhaupt in LTSpice an einer Spannung eine Kapazität vorgeben kann. Also ich stelle mal hier ein 10 Mikrofarad und versuche jetzt mal dieser Spannungsquelle hier genau diesen Verlauf hier drüben mitzugeben. Ja? So, dass das hier rauskommt. So, und dafür klicke ich mal hier auf Piecewise Linear. Also ja, erstmal ist keine Gleichspannung, die muss sich ändern. Also klicken wir auf Advanced, gucken bei Functions. Hier sind Zeitfunktionen gemeint, Transient Functions. Und hier kann man jetzt mit diesem PWL Piecewise Linear stückweise linearen Verlauf vorgeben. Und da stelle ich jetzt mal ein. Also bei 0, ja, wollen wir den Wert 0 haben. So, dann haben wir ein Sechste der Periodendauer. Die Periodendauer ist 20 Milli. Das muss ich jetzt durch 6 teilen. Und damit dieser Bruch vernünftig interpretiert wird, muss ich das in geschweifte Klammern packen. Da habe ich 120 Volt. So, dann habe ich als nächsten Wert hier ein Drittel der Periodendauer, sind es immer noch 120. Dann habe ich zwei Drittel, also 2 mal 20 durch 3. Da ist die Spannung minus 120 Volt. Und dann kann ich hier noch mehr Punkte eingeben, und zwar bei 5 Sechstel von diesen 20. Da soll das immer noch minus 120 sein, und bei 20 Millisekunden, da soll das bitte schon wieder 0 sein. So, und dann klicke ich mal auf OK. Dann kommt hier eine sehr lange Beschreibung für diese Funktion raus, wo jetzt genau diese Zeitwerte drinstehen. Und ja, mal gucken, ob das jetzt simuliert. Wenn nicht, also wir wollen 20 Millisekunden simulieren und uns mal hier diese Spannung anschauen. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal die Spannung. Das ist schon mal ziemlich gut. Und diese Spannung nenne ich mal jetzt hier oben noch UC und benenne damit mal hier oben diesen Knoten, dass das da auch einen festen Namen bekommt in dem Diagramm. So, klick nochmal auf Simulieren und plotte hier nochmal diese Spannung UC. Und jetzt gibt es ja hier in LTSpice diesen schönen Trick, wenn man die Steuerung-Taste gedrückt hält und hier draufklickt, dann wird einem der Mittelwert und der Effektivwert angezeigt von dieser Zeitfunktion. Da sieht man, der Mittelwert, der sollte natürlich eigentlich 0 sein. Der ist hier nicht exakt 0, sondern der liegt irgendwie bei ein paar Femtovolt. Das ist sozusagen einfach numerisches Rauschen. Aber der Mittelwert liegt bei 89,442 oder eben 443. Irgendwie sowas, was wir hier vorher auch ausgerechnet haben, Volt. So, das heißt, Validierung, Probe dieser Lösung, Effektivwert dieses Spannungsverlaufes in Aufgabenteil A ausgerechnet. Das funktioniert ziemlich gut.
Damit geht es weiter mit Aufgabenteil B. Und in Aufgabenteil B soll man jetzt den Verlauf des Stromes durch diese Schaltung zeichnen. Und da gilt eben diese Formel hier, I ist C mal DUC nach DT. Und wir müssen jetzt im Prinzip diesen Verlauf hier ableiten. Ja? So, und dann kann man sich überlegen, okay, hier haben wir eine lineare Funktion. Die Ableitung dieser linearen Funktion ist eine Konstante. Dann ist die Spannung hier konstant, die Ableitung einer Konstanten ist 0. Und hier haben wir wieder eine lineare Funktion, die fällt aber, Ableitung davon ist wieder eine Konstante, aber eine negative. In diesem Bereich hinten ist der Strom wieder 0 und hier ist der Strom wieder positiv. Also so wie der Student das hier gezeichnet hat, positiver Strom, 0, negativer Strom, 0, positiver Strom, genauso sieht das aus. Und also ja, was mir jetzt hier vielleicht irgendwie noch ein bisschen fehlen würde, wie kommt man hier auf diese 0,36 Ampere? Naja, das ist ja genau sowas wie eben die Ableitung hier. Also wie ändert sich die Spannung pro Zeit? Das multipliziert mit dieser Kapazität. Das ist sozusagen I-Dach, I-Max. Das rechne ich jetzt mal auch kurz in Octave hier aus. Also I-Dach ergibt sich aus. Unsere Spannung ändert sich um U geteilt durch T Sechstel, ja, um so und so viel Volt pro so und so viel Zeit mal das C. Und da das alles in Grundeinheiten eingesetzt ist, sollten auch Ampere rauskommen, ja, weil sich die ganzen anderen Einheiten Volt und Sekunde genau wegkürzen. Und dann sind das eben diese 0,36 Ampere. Und wenn man die jetzt schon mal quadriert, dann kommen da auch diese 0,1296. Und da müsste hier eigentlich, boah, kann ich mal hier irgendwie versuchen zu ergänzen, das sind dann Ampere Quadrat natürlich, die da rauskommen. So, also so sollte das sein. Jetzt kann man das Ganze natürlich auch nochmal irgendwie so in Octave probieren, indem ich versuche jetzt meine Spannungsfunktion abzuleiten, und für dieses Ableiten gibt es, oder numerisches Ableiten, gibt es auch eine schöne Funktion, die heißt Gradient. Und mit diesem Gradient ja, kann man jetzt, wo steht das hier, also Gradient von M. M ist meine Funktion, und sozusagen mit dem S kann ich ein Spacing angeben, oder mit dem X kann ich die X-Werte angeben. Also sowas wie, wenn ich Y nach X ableiten will, muss ich das so eingeben und dann kommt eben was raus. Also kann ich jetzt sagen, ich möchte mit dieser Gradient-Funktion meine Spannung UT fein ableiten, und zwar nach T fein. Das Ganze möchte ich mit C multiplizieren und dann soll I von T fein rauskommen. So, und die Ausgabe unterdrücke ich wieder mit einem Semikolon. Dann sieht man, da kommen auch 6001 Zahlenwerte raus, und die plotte ich jetzt mal in eine zweite Abbildung, Figur 2. Die geht natürlich wieder auf dem falschen Bildschirm auf. Ich suche mal noch die erste Abbildung raus. Also das war die Spannung. Achsen könnte man dann auch noch mal beschriften, wenn man ein bisschen Zeit hat. So, und hier plotten wir jetzt in Abhängigkeit von der Zeit T fein den Strom IT fein. Und dann sieht man, das ist ziemlich genau das, was der Student ja auch gemalt hat. Ja. Positiv konstant 0, negativ konstant 0, positiv konstant. Das wäre jetzt eine kleine Probe in Octave. Genau das gleiche kann man jetzt natürlich auch nochmal in LTSpice probieren. Wenn ich jetzt hier einfach draufklicke und mir den Strom hier anschaue, dann sieht man, da kommt ja auch dieser Strom raus. Genau für diesen Fall, für diesen Bereich. So, also alles ganz wunderbar. Passt. Ja. Und die 360 mA, könnt ihr mal so einen kleinen Marker drauflegen. Da sieht man, die kommen da auch ganz wunderbar raus hier für das Negative. Und wenn ich den Marker durch die Gegend schiebe, dann habe ich da auch diesen positiven Wert. Und hier kommen, naja, ein paar Femtoampere oder eben 0 Ampere raus. Das stimmt alles ziemlich gut überein. Also können wir damit Aufgabenteil B gedanklich auch abhaken.
und uns schlussendlich noch um den Aufgabenteil C kümmern, wie groß ist die in der Schaltung umgesetzte Wirkleistung. Und das, was der Student hier als Ansatz gewählt hat, ist ziemlich cleverer Ansatz, nämlich zu sagen, wir rechnen einfach den Effektivwert dieses Stromes aus, rechnen den Effektivwert mal den Widerstand und dann kommt was bei raus und dann ist die eigentliche Schwierigkeit jetzt eben den Effektivwert des Stromes auszurechnen, aber Effektivwert der Spannung haben wir schon mal ausgerechnet, eben ähnlicher Ansatz. Ja, und dann ist hier auch eine, relativ länglich in Nebenrechnungen, kann man aber mit Sicherheit so machen. Ne? Also einmal über diesen Bereich integrieren, dann über diesen Bereich integrieren, über den letzten Bereich integrieren. Zum Glück ist der Strom dabei immer konstant, sodass man eben hier einfach diesen Wert hat. Das ist ja alles irgendwie so ein bisschen ohne Einheiten gerechnet. Und hier unten steht die Einheit auf jeden Fall wieder da. Also, Einheiten könnte man hier nochmal ein bisschen sich Gedanken drüber machen, aber sozusagen diesen Wert mal T Sechstel mal T, warum steht hier 2 T Drittel? Das verstehe ich nicht so richtig. Ich würde sagen, hier müsste eigentlich 1 T Drittel reichen. Okay, ja, hier hinten ist nochmal ein T, irgendwas mit einem Dings abgezogen. Naja, das ist. Ist ein bisschen wahrscheinlich von hinten durch die Brust ins Auge. Ich hätte einfach direkt die Differenz dieser Grenzen hier genommen und das irgendwie eingesetzt. Aber kann man bestimmt schon so machen. So, und dann, weiß ich nicht, jetzt kommt hier Milliampere-Stunden mal T raus. Hier oben ist jetzt das Endergebnis 293 Milliampere. Ja, das könnte jetzt so vom Groben drauf schon natürlich irgendwie passen, wenn es hier 360 sind, minus 360. Okay, wie können wir das kontrollieren, korrigieren, validieren? Wir machen einfach nochmal eine kleine Zahlenrechnung hier in Octave, weil das ging ja ganz einfach. Ich nehme jetzt mein IT-Fein. Ich nehme wieder, lasse wieder den letzten Zahlenwert weg. Nehme alle diese Werte, quadriere die, rechne davon den Mittelwert aus und von dem Mittelwert die Wurzel. Und das nenne ich einfach Groß I, den Effektivwert des Stromes. Und wenn das stimmt und der Student richtig oder die Studentin richtig gerechnet hat, dann sollte das genau diesen Wert ergeben, 293,9 Milliampere. Und das passt auch. Das funktioniert ganz fantastisch. Und das kann ich jetzt natürlich auch nochmal in LTSpice hier kontrollieren, wenn ich meinen Mauszeiger wieder finde. Da ist er. Steuerung drücken auf der Tastatur hier auf die Größe klicken, kommt da raus. Effektivwert des Stromes sind 293 Milliampere. So, und damit lässt sich jetzt natürlich auch relativ einfach diese Leistung da unten ausrechnen, weil P ist I Quadrat mal R. Und dann kommen da diese 8,64 Watt raus. So, und den Widerstand, den kriege ich jetzt hier in meine Schaltung nicht so wahnsinnig gut reingebaut, weil wenn ich jetzt hier noch einen Widerstand in diese Masche hinzufüge, dann ist die Spannung, die ich hier angebe, ist natürlich die Spannung, die sowohl durch die Kapazität, also nein, dann ist die Spannung eben die Gesamtspannung über Kapazität und Widerstand. Also es passt nicht so richtig. Ich könnte jetzt so Trick 17 machen und mir eine zweite Schaltung bauen, in der ich eine gesteuerte Stromquelle nehme und sozusagen den Strom, der hier fließt, kopiere, eine zweite Quelle, das durch einen Widerstand durchschicke und dann die Leistung in den Widerstand bestimme und die Spannung im Widerstand. Oder was man natürlich auch machen könnte, ich baue jetzt einfach nochmal eine neue Schaltung und mache in der neuen Schaltung so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Also ich gebe den Stromverlauf vor, den wir hatten. So wie hier. Also ich baue eine Reihenschaltung wirklich von den beiden Elementen, gebe den Strom vor, den wir ausgerechnet haben. Wenn das stimmt, sollte hier genau diese trapezförmige Spannung bei rauskommen und natürlich auch der richtige Strom durch den Widerstand fließen. Und dann kann ich da einfach sozusagen Spannung über den Widerstand mal Strom durch den Widerstand rechnen.
dann kommt eine zeitabhängige Leistung raus und von der Leistung kann ich dann, so wie gerade hier schon geschehen, den Mittelwert bestimmen. Das probiere ich mal nochmal. Also ich nehme mir eine neue Schaltung, gehe wieder auf Component, suche mir jetzt eine Stromquelle, die heißt natürlich Current. Drehe die mal so um, dass die hier den Strom nach oben schickt und baue jetzt hier oben einfach genau diese Schaltung dran. Mit Steuerung R kann man die Elemente immer drehen. Das steht hier unten auch in der Ecke. Den drehe ich jetzt dreimal rum, sodass der Strom nach rechts fließt. Und bei den Widerständen genauso. Jetzt fließt Strom nach unten, nach links, nach oben und nach rechts. Das muss man so ein bisschen wissen. Und kette die jetzt einfach hier zusammen. Und schließe mal, weil das nachher für meine Betrachtung der Spannung nützlich ist, hier in der Mitte den Masseknoten an, ja, so dass die Spannung, die ich hier vorne messe, das ist sozusagen UC, ja, das ist die Spannung über dem Kondensator, aber eigentlich genau in die falsche Richtung, und die Spannung, die ich hinten rausbekomme, das ist die Spannung über dem Widerstand OR, aber die ist in der richtigen Richtung. So, und jetzt müssen wir dieser Stromquelle hier noch irgendwie den richtigen Stromverlauf mitgeben. Und natürlich darf und sollte das auch keine Gleichspannungsquelle sein, sondern ich muss hier wieder auf Advanced klicken und muss jetzt mit diesem Piecewise Linear, komischerweise kann man hier auch irgendwie eine Tabelle angeben. Naja, also ich will jetzt hier ja genau diesen Verlauf von hier drüben mitgeben. So, also das heißt, zum Zeitpunkt 0 soll die einen Wert von 0,36 haben. Und das soll auch bitteschön bis 20 Millisekunden, so wie wir das gerade schon mal hatten, durch Sechstel, ja, soll das auch so sein. Das kann ich mir schon mal kopieren, das brauche ich noch ein bisschen häufiger. Also da soll das auch 0,36 sein. So, und jetzt so ganz kurz danach, also mache ich mal plus eine Nanosekunde oder sowas, ja, dann soll das auf 0 springen und das soll bis zu diesem Punkt hier T Drittel so bleiben, auch 0. So, jetzt brauche ich noch mehr Punkte. Ja, jetzt muss das wieder springen, also bei Drittel plus ein bisschen, plus eine Nanosekunde, da soll das jetzt auf der Strom auf minus 0,36 springen und dann bis, kann man hier klein lesen, 2t Drittel soll das da konstant bleiben. Also 2 mal t Drittel bis dahin soll das bei minus 0,36 bleiben und dann soll das wieder hochspringen auf 0. Also das Gleiche, was wir hier hatten, wieder plus ein ganz kleines bisschen, dann auf 0 und 5 bis 5 T Sechstel 0 bleiben und dann bei 5 T Sechstel plus ein bisschen plus eine Nanosekunde soll das auf den positiven Wert springen und dann bis 20 Millisekunden bei dem positiven Wert bleiben. So, also ziemlich viele Werte, um jetzt diesen springenden Zeitverlauf des Stromes nachzubilden. Ich klicke mal auf OK. Jetzt kommt hier wieder so eine ganz lange Funktion, wenn ich Space drücke, ja, wo diese ganzen Werte drin stehen. Ich zoome mal trotzdem ein bisschen rein, um mir ein bisschen besser die Schaltung zu sehen. Und klick mal auf Simulieren und sag wieder, wir wollen 20 Millisekunden simulieren. Und wir wollen das so machen, dass vorher der Kondensator leer war und keine Anfangsbedingung benutzt werden soll. Ah ja, okay, jetzt fehlen uns hier noch die Werte natürlich. Also das hier sollen 10 Mikrofarad sein und das hier sollten 100 Ohm sein, wenn ich mich recht erinnere, für den Widerstand. Genau, 10 Mikrofarad und 100 Ohm. So, und dem Kondensator gebe ich jetzt vorher noch mit als Anfangsbedingung, als Initial Condition, dass die Spannung da vorher 0 ist. Und klick mal auf Simulieren und gucken wir mal erstmal den Strom an. Da sieht man, okay, Strom passt. Ja,
bildet genau diesen Zeitverlauf nach. Jetzt gucke ich mir diese Spannung hier an. Die Spannung passt auch. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Spannung so rumgemessen jetzt positiv ist und genau dem gesuchten Spannungsverlauf entspricht. Ich würde ja vermuten, dass der Kondensator eigentlich sich erstmal entlädt, aber egal. So, jetzt können wir uns hier den Strom angucken durch den Widerstand. Es ist natürlich genau der gleiche Strom. Wenn ich mir die Spannung über den Widerstand angucke, ah ja, okay, ich sehe irgendwie, wo das Problem ist. Also irgendwie macht mein... ist das der Strom? Der Strom durch die Quelle? Und hier ist das auch der Strom? Also Moment, irgendwas funktioniert hier mit den Vorzeichen. Gerade im Moment nicht so richtig. Ich mache nochmal alle Kurven weg und gucke mir das nochmal sukzessive an. Also hier zeigt der Strom nach oben. Die Quelle zeigt ja auch nach oben. Das ist diese Spannung. Hier zeigt der Strom nach rechts. Das ist auch dieser Strom. So, und wenn ich jetzt hier sage, das ist mein Masseknoten und ich messe hier die Spannung, dann ist das ja, okay, dann ist das die Spannung, die genau in die andere Richtung zeigt. Klar, da muss ich diese Spannung hier negativ zählen und das ist die Spannung, die in die Richtung über dem Kondensator abfällt. Genau, also hier passt das, wenn ich die Spannung über den Widerstand haben will, die muss negativ sein, um jetzt auf die richtige Spannung zu kommen. Ja, dann macht die Spannung über den Widerstand, die rote Kurve, die macht genau das gleiche wie der Strom. So sollte das ja sein. Strom und Spannung am Widerstand sollten in Phase sein. So, unsere Spannung am Kondensator können wir gucken, die passt auf jeden Fall auch zu den 360 Ohm. So, und jetzt kann ich auch das machen, was ich hier eigentlich in diesem Diagramm tun wollte. Ich kann jetzt die Spannung über den Widerstand und den Strom durch den Widerstand miteinander multiplizieren. Also ich baue mir mal noch eine zweite Plotpane und füge hier mal als Trace hinzu. Ich möchte die Spannung über den Widerstand, aber die musste ich negativ nehmen, damit das die richtige wird, wegen der Richtung, mal den Strom durch den Widerstand. Das ist eine Leistung. Und dann sieht man, die sieht so aus, die schwankt eben zwischen 0 und 13 Watt. Ungefähr 13 Watt immer hin und her. Oder sind das exakt 13 Watt? Nein, sind 12, klar, sind also dieser Zahlenwert hier mal 100, 12,69 Watt. Und wenn ich jetzt wieder die Steuerung-Taste auf der Tastatur gedrückt halte und hier drauf klicke, dann kommen da im Mittel 8,64 Watt raus. Wie groß ist die in der Schaltung umgesetzte Wirkleistung? Das ist genau diese Antwort. Das ist auch das, was der Schlind hier ausgerechnet hat. So, also ja, die letzte Lösung vielleicht auch ein bisschen umständlich von hinten durch die Brust ins Auge, aber genau so könnte man das in Netzwerksimulator LT Spice machen. Wenn man hier eine Probe für solche Rechnungen machen will, bei denen man sich vielleicht selbst nicht ganz so sicher ist, ob man da das Richtige gerechnet hat.